どこにでもいる複雑な悩みを抱えるセブンティーンってわけで、ここはもちろん私の住処。Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Es ist Short Peace, Ranko Tsukigimes Longest Day. Ein Spiel aus dem Hause Namco Bandai im, natürlich, Anime-Universum. Wir starten direkt ein neues Spiel. Ich habe leider nicht allzu viel Hintergrundwissen zu diesem Titel. Nur das, was ich mir vorher angesehen hatte, was den Trailer und so weiter angeht. Vielen, vielen Dank wirklich an Namco Bandai, dass sie mir das haben zukommen lassen. Genauso wie JoJo's Bizarre. Und wir schauen erstmal das Intro. だけどクソ痛い。それってさ、雨降る前の予感みたいなあれ？お？ん？見て、ちげえよ。おっさんの古傷的なのと一緒にすんなって。はあ。でもマジで痛いわ。痛いならカラオケしよう。一気に解決するって。うん。よ、キララも一緒に帰る。無理、激急いでるから。キララ、カラオケ行く。だから、今日は無理だって。そう、あれするんだから、ごめんね。あれするって謝られてもさ。焦って転ぶんじゃねえぞ。あちゃ、転んでも可愛いよね、キララは。ちょっと抱きしめたいよね。カラオケ明日は。来週か。来週は二度とやってこないかもしれないし。だから青春の思い出カラオケしよう。お前はカラオケ奉行か。悪いね、今日はお稽古の日なんだ。お稽古ってバイオリン？そう。青春謳歌できなくってごめんよ。ぐはー。So Leute, das war das Intro. Erstmal, glaubt mir, das Spiel wird unglaublich crazy werden. Also, auch wenn das Intro nicht drauf schließen lässt, hier ist einiges zu holen.駐車場を牛耳っている月姫財閥のお嬢様。これまでの人生でもう何万回以上月姫シャコってあだ名で呼ばれて、少し前までは殺意を抱いていたけど、ちゃんとランコって呼んでくれる萌子が友達でいてくれて救われた。ランコ、カラオケしよう。とまあ、学校での人間関係が少しどころかかなり面倒な、どこにでもいる複雑な悩みを抱えるセブンティーンってわけで、ここはもちろん私の住みか。一人暮らし。レベル上がってないな。魔法の効果が弱いんだな。こんなへんてこな場所に一人暮らしってことは、
よっぽどの訳ありだと思うでしょ。思うよね、普通。でもね、私にとっての普通はここにこうして一人でいることなんだ。そりゃあ子供の頃はいろいろあったけど、今は寂しくも辛くも、ましてや痛くも痒くもない感じで、たまーに夜中に突然涙が止まらなくなることがあっても、すぐに萌子がメールくれたりして、この時代に生まれて人とつながることにこと困ることってなかなかなくって、人が思うほどに弱くはないし、むしろ強いし、それなりに人生設計は出来上がってる。どんな人生設計かって？殺された母親の仇を討つこと、そしてその相手は父親。そう、父親を殺すこと、それが私の人生設計なの。Ja, es wird ein langer Tag und eine sehr komische Story, aber das Ganze könnte sehr interessant werden. Es ist natürlich ein japanisches Spiel, von daher weiß man, worauf man sich einlässt, und ich habe nichts anderes erwartet. So, jetzt erstmal zum Spiel selbst. くまでもないか。おとなしくしてくだされば危害は加えません。さあ、や、だすんとりしプラクティッシュ。ああ、そうなら力ずくでどうぞ。この小娘、哀れな姿にしてやろうぞ。卑劣な。Ja, so viel zur Tutorial-Filmsequenz. Ich hab's nicht verstanden. So, es geht los. Der erste richtige Ladebalken hier. Und nach den ganzen Cutscenes, denke ich, werden wir jetzt direkt irgendwie ins kalte Wasser geschmissen. Natürlich mit Tutorial-Aspekten. Weil man weiß ja immer noch nicht, um welche Art des Spiels es sich handelt, von dem, was man bis jetzt gesehen hatte. Natürlich diese ganz normalen Überblendungen. Und so, hier haben wir jetzt diesen zweidimensionalen... Oh, da hätte ich natürlich nicht reinlaufen sollen. Hehe. Ich wollte euch das nur zeigen mit dem Laufen. Also man läuft automatisch von links, also man sollte von links nach rechts laufen und darf halt nicht hinten an diese Wände sozusagen gelangen. Deswegen laufen wir jetzt mal nach rechts. Mit vier greifen wir an, ganz normal, Monster weghauen, Hauptsache nicht langsamer werden. Zack. Natürlich X zum Springen, der Klassiker. Und das ist auch die Art, wie sich das Spiel einen Großteil abspielt. Halte Kreuz gedrückt, um kurz euch zu schweben. Das ist natürlich... Ach, Kreuz. Hm, natürlich. Das ist aber komisch. Ah! Entschuldigung, X und für mich und Kreuz und alles Mögliche. Klar, ich habe jetzt komplett verpennt. Natürlich einfach X gedrückt halten, um zu schweben. So. Ein bisschen wie Prinzessin Peach aus Mario. So. Halte Kreuz und gedrückt, um kurz euch zu schweben. Deswegen kann man dann hier über diese Lücken drüber springen. Ja. Dafür ist es halt gedacht gewesen. Okay. Schießen. Nach hinten R1, nach vorne R1. Wir brauchen Munition. Okay, also wir müssen ja nach hinten schießen. Haben wir jetzt gemacht. Oh, das Besiegen von Feinden füllt natürlich die Anzeige und auch den Kombo-Balken. Ist natürlich jetzt schwer, unten die Untertitel zu lesen und gleichzeitig auf das Spiel zu achten. Und schweben wieder. Ja, kein Problem. Das war ein großer Sprung. Oh, hier brauchen wir nicht schweben. Können wir direkt runterfallen. Gegner besiegen. Wie gesagt, das hält einen alles auf. Hinterher hat man bestimmt einfach nicht mehr die Zeit. Also wenn die Gegner irgendwie, wenn du dagegen läufst, hält es dich halt einfach auf. Genauso wie wenn man hier nicht rechtzeitig springt. Hier dich zum Beispiel einmal nicht schweben müssen und so weiter. Wird später bestimmt ganz interessant werden. Erstmal die Gegner hier comboen. Oh, der hat mich zum Beispiel jetzt aufgehalten.
Ach, da war ein Turbo unten. Irgendwie ein kleiner Boost. Deswegen, jetzt bin ich dagegen laufen. Ist das hier Schießen? Ah, das ist das Schießen. R1 nach vorne, R1 nach hinten. Jetzt habe ich meine Muni verballert. Jetzt habe ich keine mehr. Das war natürlich ein fataler Fehler. Ihr seht unten, ich habe momentan keinen Schuss. Diese drei Balken sind die Anzahl der Schüsse, die man hat. Über das Eis muss man natürlich schnell rübergehen. Je mehr Monster man tötet, desto schneller füllt sich der Balken. Jetzt haben wir wieder anderthalb Schüsse. Also einmal kann ich jetzt nach vorne oder nach hinten schießen. Damit könnte ich die Wand, die mich verfolgt, dann ganz einfach aufhalten. Und ansonsten ist es halt japanomäßig zwischen Story und solche Art von Levels gehalten. Und wir sind einfach mal gespannt, was da noch so alles kommt. Denn die Story... unten geht's auch weiter. Die Story ist ja schon relativ abgefahren. Also zumindest die Sache, dass anscheinend ja die Mutter tot ist und der Vater sie getötet hat und wir uns nun dafür rächen wollen. So kann man machen, würde ich sagen, oder? Wenn man niemanden trifft mit dem Schlagen, wird man langsamer. Also wenn ich so in der Gegend rumschlage und keinen getroffen habe, dann verliere ich Geschwindigkeit. Und ich denke, das hat hinterher alles noch Effekt und wirkt sich auf das komplette Spiel aus. Und da war's. Das erste Ziel. Insgesamt haben wir 3 Minuten gebraucht. Eine weniger. Schöne Trophäe. Stufe freigeschalten, Einkaufsviertel, Filmsequenz in den Extras freigeschalten, neue Musik, Konzeptarts und so weiter und so fort. Das ist der erste Eindruck zu Short Piece, Ranko Tsukigime's Longest Day. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht. Ich hoffe, es landet jetzt nicht direkt in einer Cutscene oder es gibt nach jedem Level Speicherpunkt oder sonstiges. Muss man natürlich erstmal schauen. Unser Tutorial-Level war jetzt natürlich nicht allzu erfolgreich. Wir wurden ja direkt ins Wasser hier geschmissen. Aber jetzt haben wir erstmal die Tasten raus. L1, R1, nach hinten und nach vorne schießen. X zum Springen, Viereck zum Angreifen. Und machen wir noch eins direkt hinterher. So, es geht direkt weiter. Schlagen wir einfach mal uns direkt durch. Und jetzt haben wir halt nicht mehr diesen Trainingsfaktor. Also wir müssen auf jeden Fall Schüsse aufbauen, bis die Wand hinter uns kommt. Mit genug Schwung bewege dich. Mist, das habe ich jetzt leider nicht gesehen. Hätte ich jetzt gern gewusst, was wir mit genug Schwung machen können. Jetzt hänge ich hier mal in der Ecke fest. Oh! Drücke Kreuz, während du eine... Wall Jump und nach hinten schießen. Da haben wir einen Schuss verbraucht. Einen haben wir aber noch. Drücke Kreuz, während du gegen eine Wand springst. Für den Wall Jump. Und Turbo. Mit genug Schwung bewege den linken Stick nach unten, um zu gleiten. Natürlich. So. Und damit hätte ich jetzt unten durch den Gang gehen können. Da hinten kommen schon Gegner. Feuern wir einfach mal hin. Also wenn wir den Boost haben oder irgendwo runtergehen, den Stick nach unten drücken, dann sliden wir irgendwo durch. Wir kriegen doch bestimmt nochmal die Chance, das Ganze zu machen. Ups, das war jetzt unabsichtlich. Manchmal muss man halt auch springen, um die Gegner mitzunehmen. Gerade wenn man Schüsse braucht, dann sollte man das mit dem Sprung machen. Okay, jetzt beeilen. Den mitnehmen. Wieder. Und da kommen sie schon. Ich lasse noch ein bisschen rankommen. Ach, wollten sie gar nicht. Könnte ich mir dann auch sparen. Solange wir diesen Schwung haben, können wir anscheinend auch durch ein paar Gegner durchlaufen. Okay, unten rum. Shit. Und weiter, weiter, weiter. Gerade die Kombo ist wichtig. Oh, da hätte ich schweben müssen. Ah, ihr seht schon, die Level werden schon größer. So, ich glaube, immer wenn es grün wird, kommen doch die Wesen. Ja, die schießen auch direkt ab, weil hier gerade eine Jump-Passage war. Und hier sliden wir runter. Ja. Sliden macht auch die Gegner kaputt. Und ansonsten ist es ein echt schnelles Spiel eigentlich. Ups, da hätte ich springen können, hier auch. Aber solange ich Turbo habe, geht es sogar anscheinend. Wenn man diesen Boost hat, bleibt man in diesen Ecken nicht hängen. Wir sliden lieber mal runter. Sicher ist sicher. Hopp. Und haben wir wieder einen Schuss freigespielt? Ja, dann fast zwei. Gut, schweben. Walljump, den hauen wir weg. Walljump, den hauen wir weg. Und jetzt muss ich schnell nach oben. Ja, da hätte ich alle töten sollen. Da oben haben wir... Oh, keinen Schuss mehr gehabt. Deswegen beeilen. Ein bisschen den Balken auffüllen. Einen haben wir wieder. Deswegen nehmen wir die dann nochmal auseinander. Da wollte ich dieses Geschenk holen. Hier sliden wir runter. Haben noch dieses Power-Up eingesammelt. Schön wieder zur Wand. Hat auch ganz wieder einen Schuss gegeben. Und so feiern wir hier unseren letzten Tag. Und sind im Ziel und rein ins Einkaufszentrum. Ja. Das ist es hier erstmal für den ersten Part.
es macht mir schon ziemlich Spaß. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie komplett blöd finde. Es geht bei solchen Spielen auch immer mehr um die Story. Es ist so eine Art so ein interagiertes Spiel, dass du halt die Story halt siehst und halt immer weniger Aufgaben. Das ist wie so ein Arcade-Modus von Kampfspielen, der sich eigentlich auch eher auf die Story bezieht und die Kämpfe sind nur nebenbei. Genauso bezieht es sich hier auf diese Jump'n'Run-Level, die immer schwerer werden und ich denke schon, da es auch noch ein Asia-Spiel ist in der Hinsicht, dass es später auch noch einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad haben wird. Und wir schauen einfach mal, wie es weitergeht mit Short Piece, Ranko Tsukigimes Long Story. Bis dahin, macht's gut, Leute, schaltet wieder ein und tschüss!